Schlägt man ein Lexikon auf, erfährt man über Wien 1.690.000 Einwohner, damit 10. größte Stadt der Europäischen Union. Stadt an der Donau mit 23 Bezirken, bedeutender Architektur und Heimat des Wiener Schnitzels. Liest man weiter, erfährt man, dass knapp ein Drittel der Bewohner, immerhin rund 500.000 Bewohner, in rund 2.000 Gemeindebauten leben. Wien und sein Gemeindebau. Für viele auch ein Meer an Erinnerungen. Ich bin da gewechselt in Theodor-Körner-Hof und da habe ich mit meinen Eltern dann gelebt. Unsere Wohnung lag im Hochparterre und ich glaube, sie war die größte von der ganzen Stiege. Ich bin in Wien-Floridsdorf. Besser gesagt, in Idlersee aufgewachsen, in einem Gemeindebau. Ich habe immer gesagt, eine Wohnung ist eine Wohnung und das gehört mir alleine. Vom ersten Gemeindebau zum heutigen sozialen Wohnbau. Wahrlich ein weiter Weg. Wir schreiben das Jahr 1900. Aus den Kronländern der Monarchie schwappt eine Zuwanderungswelle in die Residenzstadt Wien. Die Einwohnerzahl steigt auf über 2 Millionen an. Die Verhältnisse, in denen viele Menschen wohnen müssen, sind unzumutbar. In den vorhandenen Wohnungen herrscht ein heute kaum vorstellbares Elend. Auf engstem Raum leben Großfamilien unter miesesten hygienischen Bedingungen. Es gibt viele sogenannte Bettgeher, die gegen ein geringes Entgelt für einige Stunden ein Bett benutzen durften. Verelendung und Ausbeutung waren an der Tagesordnung. Der Erste Weltkrieg kostete nicht nur viele Opfer, er verschlimmerte die Wohnungssituation weiter. An die 70.000 Menschen waren obdachlos. Die Gemeindebauten sind entstanden in einer Zeit der großen Wohnungslosigkeit, auch einer besonderen Bedürftigkeit nach leistbarem Wohnraum. Bereits vor der Erbauung der Gemeindebauten schlossen sich viele Menschen zu sogenannten Siedlergemeinschaften zusammen und errichteten gemeinsam erste Wohnsiedlungen und damit leistbaren Wohnraum. Es waren die ersten Wohnungsgenossenschaften, die Vorläufer des Gemeindebaus. Ab 1922 kaufte die Gemeinde Wien Grundstücke auf und begann darauf zu bauen. Es war die Geburtsstunde des Wiener Gemeindebaus.